Ich bin der Flemur Schale von der Firma Focus Strategie GmbH, der Grendelstrasse 19, Grendel 19 in 6410 und gebe online Matheunterricht. Wir haben den Mittwoch, 8. September 2021 und sind noch bei der Aufgabe Nummer 9a. Jetzt habe ich in der Zwischenzeit hier kurz nachgeschaut. Die Zahl hier, die Zahlenfolge 2, 3, 5, 8, 13, das ist die Fibonacci-Zahl. Ja, Fibonacci fängt mit 1 und 1 an. Nachher werden die ersten beiden zusammengerechnet, dann kommen wir auf 2, nachher der hier wieder 1 und 2, dann kommen wir auf 3. 2 und 3, da ist man bei 5. 3 und 5, da ist man bei 8. 5 und 8, so ist man bei 13. 8 und 13 ist 21. 13 und 21, das ist dann noch eine. Vielleicht ist das 4, 24, 4, 34. Das ist schon richtig so. Ja, 34. 21 und 34 ist dann 55 und so weiter. Ja, also man nimmt dann immer da. Die nächste Zahl ist dann 34 plus 55. Jetzt ist halt die Frage, wie wir das nachher da einbauen wollen. Ich versuche es oder ich mache es. Ich habe jetzt geschaut, ob es eine Formel gibt für Fibonacci-Zahl und die gibt es. Also müssten wir eigentlich nur die Formel einsetzen. Und dann können wir jede Zahlenfolge, wo wie die Fibonacci-Zahl aufgebaut ist, also die ersten zwei Zahlen mit einer Summe von zwei zufälligen Zahlen. Ja, wir starten mit der Summe von zwei zufälligen Zahlen. Und anschliessend nehmen wir immer die letzten zwei Zahlen, um die nachfolgenden zu kreieren, also zu erstellen. Bevor wir das aber machen, wollte ich noch da auf das hier eingehen, auf die vorherige Aufgabe. Auch die können wir unterteilen, also wir können da das, was wir hier aufgestellt haben, ja, also jede Zahl, eine Folge, in Abhängigkeit von den ersten zwei Zahlen. Das haben wir jetzt so nicht gemacht, ich habe zwar noch nicht für das xn so eine Formel aufgestellt, aber zum Beispiel jetzt für die ersten sieben, also das zwei, was ist das, ja, für die ersten paar Folgen, ja. Angenommen, wir wollen jetzt da zum Beispiel minus 78 mit dieser Formel berechnen. Dann müssen wir sehen, wir haben hier, also übrigens einfach noch zur Erinnerung, wir haben hier gestartet mit der Zahl 2, 5, 7, 12, 19. Ja? Also wenn wir jetzt so aufs 19 kommen wollen, hier aufs 19. Dann müssen wir ja gemäss Formel, das ist die 6, das ist die. Falsch, ich habe jetzt das falsche Zeichen, muss das andere Zeichen. Wir fangen mit 2 und 5 natürlich an. Wir brauchen hier etwas mehr Platz. Wir unterteilen das. Dann nehmen wir hier. Die erste Zahl ist 2, dann haben wir das 5 gehabt, dann sind wir beim 7 angelangt, 12, 19. Und auf der anderen Seite haben wir das x0, 1, das x2, x3, x4, x5 und das x6. Ja. Wenn wir jetzt auf x4 kommen wollen, auf 19, ja. So lautet die Formel, das ist x4. Laut der Formel 3x1, also hier hinten 3x1 plus 2x0. 3x1 plus 2x0. Ja, wir prüfen kurz die Formel, einfach bevor man nachher in die Geschichte mit Fibonacci reingeht. Prüfen wir zuerst mal, stimmt das überhaupt, was wir hier haben. Ja, wir stellen ja hier Schritt für Schritt so eine Folge auf. Ja, oder eine Regel oder eine Formel für die Folge. 3 mal x1, was ist x1 bei uns? Das ist das 5. Ja, da oben. Oder da. Plus 2 mal x0. Das ist 15 plus 4. 19. Also stimmt das schon mal? Es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, man kann es nachher mit anderen Zahlen prüfen. Stimmt denn das auch bei dieser neuen Folge? 129 minus 112, 17 minus 95 minus 78.
Auch das können wir prüfen. Wir fangen einfach da an, wir fangen mal an, das Ganze durchzunummerieren. Wir haben noch nicht eine allgemeine Formel, sondern in Abhängigkeit vom jeweiligen i. Ja? Also da 0, 1, 2, 3, 4. Also in Abhängigkeit vom jeweiligen i, das wäre schon eine Formel. Aber ich meine einfach nur, ich habe es jetzt nur aufgestellt bis zu i gleich 7. Ich bin dann noch nicht weitergegangen. Wie es nachher weitergeht, für das 8. Element, das weiss ich schon. Ja, weil ich die Fibonacci-Zahl kenne, weiss ich das, aber wenn man die nicht kennt, dann kann man das da nicht weiterführen. Aber das Ziel ist ja, dass man am Schluss dann für xn eine Formel hat, in Abhängigkeit von eben vom n, xn minus 1 plus xn minus 2. Gut, jetzt zurück zu dieser neuen Zahlenfolge. Wir wollen auf das minus 78 kommen. Jetzt gehen wir hier nachschauen in meiner Tabelle. Da haben wir 3x1 plus 2x0. Ja, das ist das Element 4i gleich 4. Jetzt haben wir das miteinander kombiniert. 4 und i in phi. Dann haben wir hier minus 78. Ja, also jetzt sind wir hier bei minus 78 gleich 3x1 plus 2x0. Minus 78 gleich 3x1 plus 2x0. Was ist x1? Das ist 5. Nein, da müssen wir jetzt aufpassen. Bei uns ist das x1 hier oben zu finden. Das ist dann gleich x0. Das kann man gleich am Anfang markieren. Dann prüfen, stimmt das überhaupt, was ich hier mache. 3 mal x1 ist 3 mal minus 112. Plus 2 mal ist x0 129. Und das geht wiederum. Ich nehme hier jetzt mal die Fibonacci-Zahl kurz weg. Das könnt ihr ja nachschauen. Also das kann man online überall finden. Überall halt an mehreren Stellen. Jetzt sind wir hier bei minus 336 und hier bei plus 240, 256. Und das geht zusammen. Minus 336 plus 258. Ich habe es vorher kurz geprüft, darum habe ich das noch im Taschenrechner. Also minus 78 gibt das. Das heisst, unsere Formel, die stimmt. Die sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Ja. Wir können das auch mit dem dritten Element prüfen. Und das ist dann da, also das wird Lektion 9a.1 sein. Ich mache nachher wahrscheinlich noch 9a.2. Ich versuche nachher noch schnell die Fibonacci-Formel. Ich habe jetzt da etwas online gefunden, dass wir, also das geht in Fibonacci-Formel. Das müssen wir wahrscheinlich auch wissen. Ich habe es nicht gewusst. Aber die geht es und die setze ich noch eine ein und versuche da also einfach eine allgemeine Formel aufzustellen für eine Zahl, die wie die Fibonacci-Zahl aufgebaut ist, aber eben nicht mit 1 und 1 startet. Das wollte ich schnell machen. Und nachher können wir für jede Zahl das eben verwenden. Was ich nachher machen will, ist, das schon bei den nächsten beiden Aufgaben auch anwenden. Nur sehe ich bei der nächsten Aufgabe, dort haben wir Variablen drin, x und y. Es müsste dann auch mit dem gehen. Ja, wenn es mit dem auch geht, dann ist das sehr gut. Also, wenn wir jetzt das 3 nennen, also minus 95, und sagen, ja, das ist schon das ist x3. Gemäß Formel muss es 2x1 plus x0 sein. Und das x1, was ist das? Das x1 ist hier bei uns minus 112, 2 mal minus 112. Plus x0, 129. Und das ist minus 224 plus 129. Minus 224 plus 129. Das ist minus 95. Auch das stimmt. Das heisst, unsere Formel stimmt. Also, die Formel ist nicht kompliziert. Das ist einfach so. Eben darum. Ich habe schon einleitend in der vorherigen Lektion erwähnt, dass es eben noch wichtig ist, eine gewisse Übersicht zu haben, damit man nachher damit auch rechnen kann, dass man nachher wirklich in der Lage ist, das Ganze
halt über den, über, durch den Überblick das Ganze schön zusammenzufassen. Ich nehme die Zahlen kurz weg. Wir können ja dann wieder ähnliche Zahlen aufbauen, einfach damit wir Platz haben, um die Fibonacci-Formel hier einzubauen. Ich nehme das hier noch als zweites Beispiel mit. 129 minus 112, dann haben wir das 17 gehabt, minus 95 haben wir gehabt, minus 78 haben wir gehabt. Jetzt können wir das hier entfernen. Und da schreiben wir noch. Also wir gehen jetzt davon aus, dass das wirklich nach dem Fibonacci aufgebaut ist. Ich gehe hier auf x7, 8 runter, das x9 und das x10. Einfach damit wir die ersten 10 Elemente mal haben. Und nachher versuche ich von einer Zahlenfolge gerade das 10. Element mit dem herauszufinden. Also gemäß Formeln. Dann ist jetzt hier die Fibonacci-Reihe. Jetzt muss ich schauen, wie sieht die Fibonacci-Zahl aus. Also ich kann sonst noch eine Playlist zum Thema Fibonacci machen. Ja. Im Großen und Ganzen ist das so aufgebaut, also zeichnerisch. Wobei das führt oft zu mehr Schwierigkeiten. Jetzt kann man ja online nachschauen, wie die eigentlich aussieht, die Fibonacci-Zahl, wenn man die grafisch darstellen mit Quadrat und oder mit der. Es gibt da so eine. Ja, so interessante Zeichnungen halt, die das ein bisschen zusammenfassen. Also die Fibonacci-Zahl, die kommt auch in der Natur vor und so weiter. Aber das könnt ihr alles selber nachlesen, das muss ich da nicht. Gut, also jetzt gehen wir hier weiter. Die nächste Zahl nach 13, das ist 21. Also man muss das dann 21x1 sein plus. Was kommt nach 8? 13x0. Dann die nächste Zahl ist 34, das heisst, wir haben hier 34 x1 plus 21 x0 und anschliessend haben wir 55 x1 plus 34 x0. So, und jetzt nehmen wir einfach mal zwei Zahlen. Ja. Wir nehmen zum Beispiel die Zahl 2 und 3 als die ersten zwei Zahlen nehme, Element 0 und 1 und noch eine Zahl 3 und 2, das kann man ja machen. Ob denn das noch richtig ist, aber doch, das müsste richtig sein. Das gibt nämlich eine ganz andere Reihenfolge. Ja, also jetzt, wir fangen mal mit 2 und 3 an. Also wenn wir jetzt, wenn die ersten zwei Elemente 2 und 3 sind, wie sieht das aus? Gemäss unserer Formel, dann ist das 10. Element x10 gleich 34x1 plus 21x0. 34x1, was ist x1? Das ist da unsere Zahl 3. Plus 21 mal, was ist x0? Das ist Zahl 2. Also das 0-Element, das erste Element sozusagen. Ja. Das hier gibt 90 und 12, 102. Ja, also 34 mal 3, das gibt 102. Und 21 mal 2, das gibt 42. Also sind wir hier bei 100, 144. Ja, jetzt gibt es genau die Zahl, ja. Ist jetzt so, jetzt haben wir hier die Zahl 144 drin. Ich schreibe das hier unten hin. Ja, das haben wir jetzt hier berechnet. Das ist das 10. Element, ja. Und wenn wir jetzt so weitergehen, 2 und 3, das gibt 5. Das dritte Element, 5 und 3 gibt 8. Das nächste Element. Ja, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe jetzt genau die Fibonacci-Folge genommen, um das zu beweisen. Das ist vielleicht nicht gerade intelligent von mir, aber
Ich mache es jetzt trotzdem, also 8, 13, 21, 34, 55 und dann sind wir bei 89. 89. Und das 5., 6., 7., 8. Element. Ich habe das Gefühl, das stimmt nicht. Nach 89 kommt dann, also ich fange an bei 2, genau, das ist 2, 3, 5. 8, 13, 21, 34, 55, 89 und dann sind wir mit 144. Stimmt das nicht? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, da fehlt mir noch das 9. Element. Bin ich echt irgendwo verrutscht oder habe ich gesehen in den Feldern nicht? Ich sehe ihn gerade nicht. Welche Formen habe ich da genommen? Noch eines, also das 10. Element. Das müsste eigentlich schon so sein. Also das 10. Element ist dann genau. Nein, das ist 55x1. 55x1, das 10. Element ist 55. Ich habe es falsch berechnet. Das ist hier der Fehler. Also gemäß der Formel müsste das sein. Also das 10. Element x10 ist dann 55x1 plus 34x0. Das ist 55 mal das x1, das ist in unserem Fall das 3 hier oben. Genau, plus, und jetzt müsste es stimmen, 34 mal das 2. Und das geht 150, 165 plus 68. Das ist 200 irgendetwas. Ja. (55 × 3) + (2 × 34). Es gibt 233. Gibt das. Dann ist das 9. Element, ist da nach 89, ist eine Fibonacci-Zahl. Also 89 plus 55, das ist 144. Und nachher das 10. Element, ja. 89 plus 144 gibt 233, das ist richtig. Was mir aber nicht gefällt, ist, dass ich genau die Fibonacci-Zahl zum Prüfen genommen habe. Darum nehme ich das nochmal weg. Wir machen die Prüfung nochmal mit zwei anderen Zahlen. Ich nehme zum Beispiel Zahl 1 und 3. Das kann man zum Beispiel machen. Zahl 1, wir fangen mit der Zahl 1 an und machen mit der Zahl 3 weiter. Und nachher genau das Umgekehrte mit 3 und 1. Und wir gehen runter zum 10. Element. Also gemäß Formel, wir prüfen das nachher für beide Richtungen. Also beide Richtungen. Es ist eigentlich das Gleiche, es geht dann auch anders weiter. Aber ich denke, das sollte dann schon länger, um nachher die Gewissheit zu haben, dass wir da wirklich Fibonacci-Zahl einsetzen können. Wahrscheinlich, also ich müsste das eigentlich erklären, warum wir dann einfach Fibonacci-Zahl einführen können. Aber eigentlich ist es klar, weil es ist das gleiche Vorgehen, ja. Das Ziel ist aber ja, eine Formel aufzubauen. Also das 10. Element, x10 von dieser Folge, wo mit 1 und 3 startet, ist dann 55x1 plus 34x0. Das x1, das ist in dem Fall Zahl 3. Also 55 mal 3 plus 34 mal 1. 55 mal 3, das gibt 150 plus 15, das ist 165 plus
34 mal 1 ist 34. Das ist 199. Ja, also haben wir hier die Zahl 199. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe und prüfe, ob wir auch ohne die Formel auf die Zahl kommen würden. 1 und 3 gibt 4, 3 und 4 gibt 7, 4 und 7 gibt 11, 7 und 11 gibt 18, 11 und 18 gibt 20, 29, 18 und 29, das gibt 18 plus 9, 29, das gibt 47. 29 plus 47, das gibt 76. 47 plus 76, das gibt 123. Und 76 plus 123, das gibt 199. Also das sieht schon mal gut aus. Jetzt machen wir das noch umgekehrt. 0 und 1 muss ich nicht mehr aufschreiben, aber wir starten das mal mit 3. Nachher geht es weiter mit 1. Gemäss Formel sind wir hier beim 10. Element. Sieht das 10. Element so aus, also x10 gleich 55x1 plus 34x0. Und das ist 55 mal das x1. Was ist das x1 bei uns hier? Das 1 plus 34 mal das 3. Ja, also x0, das ist 3. Das geht 55 plus 34 mal 3, das geht 90 plus 12. 102. Und zusammen ist das 157. Also schreiben wir hier eine 157. Jetzt kann man sich natürlich fragen, aber warum, das sind doch die ersten zwei Zahlen, die sind genau gleich gross, wieso geht das nachher anders weiter? Ja, das sehen wir hier gerade. 3 und 1, das geht 4, aber nachher 4 und 1. Vorher haben wir 4 und 3 gehabt und das geht mit 7 weiter. Jetzt haben wir 4 und 1 und das geht mit 5 weiter. 4 und 5 ist 9, 5 und 9 ist 14, 9 und 14 ist 19, 23, und das ist 37, 50, 60, und 60 und 37 ist 97, und 60 und 97 ist 157. 60 plus 97, 157. Also das sieht auch hier wieder gut aus. Also man kann damit, man kann mit dieser Form, also mit der Formel für die Reihe, für die, für die, was ist das, für die Folge, ja, also man kann mit der Formel für die Folge arbeiten. Die sieht eigentlich gut aus, beziehungsweise wir müssen noch die Formel herausfinden, aber es geht schon mal in die richtige Richtung. Jetzt muss man nur noch, also das Einzige, was ich jetzt hier machen muss in der nächsten Lektion, ist herausfinden, wie ich 55 mit dem 10 hier vorne verbinden kann. Ja. Das muss ich reinbringen. Also, dass ich das 10 und das 55 verbinden. Aber da gibt es anscheinend Formeln. Da gibt es Formeln, die dann helfen. Die sehen ein bisschen grösser aus, die Formeln, aber das ist in Ordnung. Da kann man nämlich dort einfach, anstatt die Zahl, anstatt zum Beispiel das 55, gibt man dann einfach, schreibt man einfach die Formel an. Das mache ich jetzt gerade in der nächsten Lektion. Und dann prüfe ich nochmal, ob da zum Beispiel beim 10 ein 199 kommt und ein 157. Und wenn ich das geprüft habe, prüfe ich noch die Zahlen von der Aufgabe 9a und nachher gehen wir zum 9b. Gut.